Großer Skandal um die Grünen bzw. um das grünenfreundliche Kampagnenunternehmen Campact. Florian Warweg schreibt: Die Kampagnenorganisation Campact spendete im Zuge der Landtagswahl in Thüringen einen sechsstelligen Betrag an die Grünen und rief zu deren Wahl auf. Gleichzeitig wurde das Campact-Tochterunternehmen HateAid mit Millionensummen vom grün geführten Bundesfamilienministerium gefördert. Ich wollte vom Ministerium und vom Regierungssprecher wissen, ob sie diesen Vorgang, dass ein Ministerium eine Organisation fördert, die infolge eine Wahlempfehlung für die Partei der verantwortlichen Ministerin ausspricht und diese auch noch mit einem sechsstelligen Betrag unterstützt, nicht problematisch finden. Die Antwort. Und die Antwort, die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Florian Warweg hat das nämlich in der Bundespressekonferenz nachgefragt. Also nochmal zu dem Vorgang. Ein Unternehmen, das eine Wahlempfehlung für die Grünen ausspricht, gehört zu einem Unternehmen, das, wie gesagt, das vom grün geführten Familienministerium gefördert wird. Also dieser typische grüne Filz, den wir in der Ampel schon des Häufigeren beobachten konnten. Bin mal gespannt, was die Bundesregierung zu diesem Vorgang so sagt. Ist richtig, dass HateAid im Rahmen des Programms Demokratie leben gefördert wird und dass das was, was ich Ihnen gerade dazu sagen kann. Nachfrage? Ja, aber nochmal eine Verständnisfrage. Das heißt, für das Familienministerium erscheint es nicht problematisch, dass man eine Organisation fördert, die gleichzeitig, beziehungsweise zumindest eine Tochtergesellschaft fördert, die gleichzeitig eine Wahlempfehlung für eine konkrete Partei ausspricht und diese auch noch mit einem sechsstelligen Betrag unterstützt. Findet das Familienministerium unproblematisch, auch was gute Regierungsführung, Transparenz angeht? Ich kann Ihnen jetzt zu dem Einzelfall gerade im Detail nichts sagen. Also wir fördern hier unsere Partei, also unsere Parteivorfeldorganisation, die spenden dann Geld an die Partei, also ein lupenreiner Fall von Korruption. Ich kann Ihnen dazu leider nichts sagen. Und sowas ist in Deutschland leider legal. So eine staatlich orchestrierte Form der Korruption, wie sie hier von den Grünen, wie es aussieht, vorgelebt wird. Ich meine, das haben wir mit diesem Projekt Demokratie leben ja schon des Häufigeren gesehen. Das ist so ein Fördertopf, aus dem so ein ganzes Sammelsurium an Organisationen finanziert wird, die zum Vorfeld von SPD und Grünen gehören. Vielen Dank an Florian Warbeck, dass er hier nachgehakt hat. Ohne ihn hätte ich das gar nicht mitbekommen. Gut, dass die Nachdenkseiten immer wieder darüber berichten. Also da gab es ja noch andere Projekte, die aus Demokratie leben, finanziert wurden. Man denke an die Stiftung Lippmord, die damit Gegneranalyse beispielsweise oder Narrativcheck finanziert hat. Will ich jetzt überall nicht drauf eingehen, gibt es Videos auf diesem Kanal, gibt es Artikel in den Nachdenkseiten. Lest euch da gerne ein, aber es ist unglaublich, was die Bundesregierung da wie die Staatsgelder veruntreut, um damit ihre eigenen Vorfeldorganisationen hochzupäppeln.